So, jetzt wollen wir ein Potenzial messen. Im externen Video hatte ich die Standard-Wasserstoffzelle besprochen, deswegen kann ich die an der Stelle ja wunderbar abkürzen. So, hier ist also, ich zeichne den Bereich jetzt in dieser Salzsäurelösung bewusst nicht gestrichelt. Im externen Video haben wir es ja gestrichelt gezeichnet, aber ich bin der Meinung, man kann es besser erkennen, wenn man hier dieses Gestrichelte mal weglässt, ja. Ich müsste ja das hier alles gestrichelt zeichnen, nach der DIN-Norm für technische Zeichnungen. Okay, also ich habe hier das Gas. Okay, und hier schieße ich das Gas mit einem Druck von 1013 Millibar durch den Schlauch und erreiche damit diese, ja, Wasserstoffwolke, ja, um meine Platin Elektrode herum. So, jetzt haben wir hier diese Salzlösung. Hier sind diese Ionen. Sehr viele. Naja, und jetzt möchte ich ein Potential messen. Das heißt, ich brauche einen anderen Werkstoff. Also ein anderes Material. Ich baue jetzt die Elektrode aus Eisen. Okay, ich habe mich jetzt mal fürs Eisen entschieden. Okay, also ich nehme die exakt gleiche Abmessung hier, aber baue die Elektrode aus Eisen, also Ferrit. Okay, dann fülle ich wieder exakt bis zur selben Marke. Ja, und jetzt das Außenrum. Man sagt in der Umgangssprache häufig so Metalllösung, das ist aber nicht der Fachausdruck dafür. Das, was hier außenrum vorhanden ist, das nennt man eigentlich Elektrolytlösung. Das sind nämlich Ferrit 2 Plus Ionen und dieses Schwefeloxidmolekül. Ja, das ist dann zweifach negativ geladen. Also die beiden hier, die beiden Ionen schwimmen hier drin rum. Ja, also diese ganze Lösung ist ja aus Wasser und aus diesen, ja, beiden Ionen. Okay. So. Wenn wir jetzt mal schauen, was hier drüben dann passieren würde, wenn ich diese Eisenelektrode hier eintauche in meine Lösung. Ja, dann würde folgende Reaktion passieren. Aus dem Ferrit, aus der Elektrodenmaterial löst sich, ja, Ferrit 2 Plus Ion und dabei werden zwei Elektronen frei. Ja. Also bleiben hier auf der Elektrode sozusagen zwei Elektronen je Ferritatom. Das ist nicht nur eins, was hier dieser Reaktion unterworfen ist, sondern sehr viele auf dieser Elektrode. Ja? Okay, jetzt ist es ja plausibel, wenn ich hier eine leitende Verbindung herstelle, ja, zwischen diesen beiden Elektroden, also mit einem Draht einfach verbinde, dann könnte ich hier ja eine Spannung messen oder einen Strom messen. Ja, je nachdem, was für ein Messgerät ich hier anschließe. Aber wichtig ist, ich hätte hier einen Stromfluss, nämlich in die Richtung. Ja. Okay, jetzt kommt der Strom, der hier durchdriftet durch den Draht an dieser Wasserstoffelektrode an. Und jetzt passiert hier natürlich auch was. Ja. Hier kommen ja laufend Elektronen an. Und die Reaktion, die jetzt hier stattfindet, ist die folgende. Also hier in dieser Zelle findet diese Reaktion statt. Also die zwei Elektronen werden von zwei solchen Ionen aufgenommen und dann wird ein Wasserstoffmolekül erzeugt und zwei Wassermoleküle. Jetzt kann man gleich feststellen, was hier mit meiner Lösung in der Wasserstoffzelle passieren würde. Die würde ja mit der Zeit immer negativer werden, ja, weil ich ja die positiven Ionen kompensiere. Also es würde bedeuten, dass irgendwann, weil gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, mein Stromfluss zum Erliegen käme, wenn ich hier nichts mache. Ja, ich muss das kompensieren. Diese Ladung, diese negative, was hier entsteht, was mit der Zeit dominieren würde, muss kompensiert werden. Und dazu ist diese Salzbrücke geeignet.
Hier drüben passiert nämlich dasselbe, ja. Ich habe ja hier eine ständige Produktion von Fe2+Ionen, also würde ja diese Lösung mit der Zeit immer positiver werden. Die wird mit der Zeit immer negativer, ja, und die immer positiver, ja. Also würde irgendwann mein Stromfluss zum Erliegen kommen. Also brauche ich hier eine Salzbrücke. So, die Salzbrücke schaut so aus. Das ist so ein Rohr, ja. Und in dem Rohr ist eine Lösung drin, ja. Es kann auch KNO3 sein, aber es muss klar sein, in dem Rohr sind Ionen, ja. Man nennt die Salzbrücke deshalb auch Ionenleiter. Hier unten ist ein sogenanntes Diaphragma, das ist ein poröses Material, wo dann diese Ionen ausdringen können. Ich stecke jetzt dieses Rohr hier rein, und zwar so. Ich deute es hier mal an, so in der Art. Ja, dieser dünn gezeichnete Anteil soll jetzt meine Salzbrücke sein. Ja. Und dann steckt einmal das Ende von der Salzbrücke in der einen Zelle und dieses Ende von meiner Salzbrücke im anderen. Und dann können diese Ladungen hier entsprechend kompensiert werden. Ja, die Salzbrücke brauche ich, damit der Stromfluss nicht abreißt. Ja, gut, und jetzt kommen wir zum Potenzial. Ich habe doch hier einen Draht. Okay, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ich messe jetzt keinen Strom, sondern eine Spannung. Okay. Also diese Wasserstoffelektrode ist sowieso nach Voraussetzung, also nach Definition 0 Volt. Also die liegt auf dem Potenzial 0 Volt. Und jetzt bekomme ich natürlich, weil hier ein Strom fließt, auch einen Spannungsmesswert, ja? Und diesen Spannungsmesswert, ja, wenn ich hier Eisen als Elektrodenmaterial verwende, der ist minus 0,41 Volt. Ja? Diesen Messwert lese ich hier ab. Ja? Ja, und der Messwert ist das sogenannte Spannungspotential von diesem Eisen. Elektrodenmaterial. Ja, man schreibt auch E hoch 0 ist gleich minus 0,41 Volt. Das ist der Wert, den man da rausliest aus der Tabelle. Ja, man muss sich vorstellen, dieses Symbol ist ja in der Praxis nichts anderes als, ja, ich habe hier mein Becken, ich habe hier meine Elektrode in der Lösung, ich habe hier meine Elektrode in der Lösung. Ja, und dann klemme ich jetzt mein Spannungsmessgerät darunter. Ja. Okay. Einmal hier rein in die Buchse, einmal hier. Dann lese ich hier einen Wert ab. Und den Wert, den wo ich hier ablese, der ist minus 0,41 Volt. Ja, das ist das Spannungspotential von ja, Ferrit, von diesem Eisen, dieser Eisenelektrode. Und so kann man das jetzt durchspielen. Ja. Man sieht, von dieser Elektrode wird ein Stromfluss begünstigt, ja? Jetzt gehen wir mal im extra Video auf eine andere Elektrode ein, da wo ich ein positives Potenzial messe, was da der Unterschied dann ist, ja? Okay.